Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man kann den Senat dafür kritisieren, dass er die Ausschreibung des Leihfahrradsystems verzögert hat. Man kann den Senat dafür kritisieren, dass er nicht die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass die Mittel, die für die Umsetzung der Fahrradstrategie in den Haushalt eingestellt werden, auch wirklich umgesetzt werden. Das steht aber alles nicht auf der Tagesordnung, weil wir haben einen Antrag zur Ausschreibung des Fahrradleihsystems. Die Ausschreibung läuft. Wir haben das in der Ausschusssitzung ausführlich diskutiert. Der Senat hat erklärt, dass alle Kriterien, die die Grünen formuliert haben, im Wesentlichen auch in seiner Ausschreibung bereits formuliert sind. Insofern teile ich die Auffassung des Kollegen Greins. Man kann nicht einem Antrag zustimmen, der sich sozusagen zu einem Thema verhält, das schon längst im Laufen ist, obendrein inhaltlich das Anliegen im laufenden Verfahren auch schon aufgegriffen ist. Ansonsten bin ich der Auffassung, man muss hier nicht im Plenum jede Ausschussdiskussion wiederholen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.